Ja, ich muss jetzt erstmal, glaube ich, abgeben und runterkommen, weil das ja hier alles schon mit den Aufbauarbeiten und mit der Planung, mit der Location heute sehr aufreibend war. Und ich weiß, Jesus, dass du größer bist als alles andere, als alle Hindernisse. Und dafür danke ich dir und dafür preise ich dich. Und nur deswegen kann ich auch hier stehen, Herr, und kann das machen, weil sonst würde ich denken, wie soll das eigentlich gehen? Wie soll das funktionieren, wenn man vorher ja so viel Wirbel hatte? Aber ich weiß, du kannst das machen. Und ich vertraue auf dich, Herr. Und ich gebe mich dir hin. Und ich beuge mich. Und ich bitte dich, dass du redest durch mich, dass du mich benutzt als dein Gefäß. Dass du deinen Segen ausgießt. Und ich danke dir, dass du hier bist. Dass du mitten unter uns bist, Jesus. Ich danke dir, dass es dein Abend ist und deine Veranstaltung. Es ist nicht unser Abend, sondern es ist dein Abend. Wir sind gekommen, weil wir mehr von dir erfahren wollen, weil wir dich preisen wollen, Herr, weil wir dich anbeten wollen, weil wir dich kennenlernen wollen und weil wir von dir hören wollen. Halleluja. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mächtig hier durch den Raum gehst, von Stuhl zu Stuhl, dass du die Kontrolle übernimmst über diesen Abend, dass du alles hier ausfüllst. Alles soll dir gehören und ich will mich hingeben. Und du sollst hier berühren die Menschen und ich lade dich ein, dass du das tust. Du bist herzlich willkommen, Heiliger Geist. Halleluja. Heiliger Geist, wir heißen dich herzlich willkommen. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich lade auch euch ein, dass ihr euch aufmacht, dass ihr euch fallen lassen könnt in die Hände Jesu. Es ist deine Zeit mit Jesus Christus, mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der gesagt hat, wo zwei, drei sind, da ist er mitten unter ihnen. Das heißt, dieser Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, Sterne, Länder, Vegetation, diese Vielfalt, dieser mächtige Gott, der ist jetzt hier. Halleluja, und Gott sei Dank ist es so, Jesus. Deswegen kann ich es abgeben, weil ich dir vertraue. Danke dafür. Halleluja. Und ich möchte heute Abend euch ein Bild weitergeben. Natürlich dann mit den entsprechenden Bibelversen, was ich für das Jahr 2016 bekommen habe. Und ich habe ja schon im Sommer ein Bild bekommen von Jesus, wo ich ein Pferd sehe, wo Jesus auf dem Pferd ist. Es ist ein weißes Pferd. Und Jesus sagt, komm. Und ich steige auf dieses Pferd und bind mir noch die Haare zusammen. Und dann geht's los, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wohin es geht. Ich vertraue dem Herrn. Und danach ist nach dem Sommer 2015 meine Serie entstanden, Jesus kommt bald. Und dieses Bild ging nie weiter. Es sind in der Zwischenzeit noch viele andere Videos entstanden, auch zum Thema Flüchtlingskrise. Mein letztes Video waren Worte des Trostes. Und ich habe erst hinterher gemerkt, dass die Tageslosung, die Jahreslosung für 2016, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die wird immer 3, 4 Jahre vorher gelost für das bestimmte Jahr. Das heißt, wenn die gezogen oder wenn die gelost wird, dann wissen die Menschen gar nicht, was für eine politische Situation wir gerade haben. Und dieses Jahr war ja die Jahreslosung, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und nächstes Jahr ist die Jahreslosung, Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das steht im Jesaja, Kapitel 66, Vers 13. Und ich glaube, dieses Bild passt jetzt ganz gut. Ich bete immer viel und frage den Heiligen Geist auch, wie es weitergeht das nächste Jahr, was ich machen soll, was ich sagen soll. Und ich habe ein Bild bekommen mit einem Sonnenaufgang, also wo ich
reite. Das sind, wie gesagt, jetzt keine, es sind meine Bilder. Ich möchte euch die einfach weitergeben und dann schauen wir in die Bibel, was kann Gott uns da als Ergänzung geben. Euch zum Trost möchte ich das weitergeben. Ich sehe einen Sonnenaufgang, wie ich mit Jesus auf diesem weißen Pferd auf diesen Sonnenaufgang zureite. Und eigentlich passt das ja nicht so ganz. Also wenn wir uns umschauen in der Welt, dann nimmt ja gerade irgendwie das Elend und die Finsternis noch zu. Und es stimmt auch überein mit der Bibel, dass mit dem, was Jesus sagt, wie es kommen wird und wie es kommen muss, weil der Herr es so beschlossen hat. Jesus hat gesagt, es ist wie Wehen und eine schwangere Frau, bevor die ihr Kind bekommt, wenn die Wehen einsetzen. Die Wehen kommen in immer kürzeren Abständen und werden immer stärker, bis das Kind da ist. Und deswegen sehen wir immer mehr Naturkatastrophen und immer mehr Elend und Unglück, was über uns kommt. Aber, und jetzt möchte ich gerne den Bogen schlagen und euch diesen Trost weitergeben, wir sehen den Sonnenaufgang. Halleluja. Wir sehen den Sonnenaufgang, weil Jesus ist die Sonne, Jesus ist Licht. Und in dem Psalm 84, Vers 12 steht, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das heißt, egal wie es aussieht, der Herr ist die Sonne und unser Schild. Also ein Schild, was uns verteidigt. Ein Schild, wo uns keine finsteren Pfeile treffen können. Egal wie es aussieht da draußen. Egal, was auf uns zukommt nächstes Jahr, im 2016. Wir brauchen uns nicht fürchten. Denn der Herr ist Sonne und Schild. Halleluja. Jesus ist die aufgehende Sonne. Jesus ist die aufgehende Sonne. Und wenn eine Sonne aufgeht, man kann den Sonnenaufgang nicht aufhalten. Die kann man nicht aufhalten. Selbst wenn du willst, die Sonne geht auf. Die geht auf, weil die Sonne aufgehen muss. Und das, was in der Nacht passiert ist, wenn da Diebe Raubzüge ausgeführt haben, man sieht das ja nicht so gut, wenn es dunkel ist. Wenn wir eine rabenschwarze Nacht haben, dann kannst du noch nicht mal deine eigene Hand vor deinem Gesicht sehen. Da kannst du auch vieles machen, was im Verborgenen bleibt. Viel Unwahrheiten, viel Ungerechtigkeit auch. Aber die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf, es kommt alles ans Licht. Und wenn ihr jetzt schaut, was einfach in der letzten Zeit ans Licht gekommen ist, ob das bei Firmen war, eigentlich immer mehr. Wir schalten den Fernsehapparat ein, wir hören die Nachrichten und denken, oh, da kommt auch schon wieder was ans Licht. Ne? Da wird wieder etwas aufgedeckt. Und das ist, weil die Sonne aufgeht, weil die Herrlichkeit Gottes zunimmt. Es scheint wie ein Widerspruch. Dunkelheit und Finsternis. Und dann das Licht. Weil Jesus ist die aufgehende Sonne und die Herrlichkeit nimmt zu, weil die Sonne geht auf. Und wenn die Sonne aufgeht, dann, wenn es anfängt zu dämmern schon, dann siehst du plötzlich, oh, was du vorher nicht gesehen hast. Ne? Da steht ein Haus, da ist dies und das. Du kannst die Straßen erkennen, du kannst sehen. Dir werden die Augen aufgetan, wenn das Licht da ist und alles, was verborgen war in der dunklen Nacht, kommt ans Licht. Halleluja. Halleluja. Und im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5, steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Liebe ist und gar keine Finsternis in ihm ist. In Jesus Christus ist keine Finsternis. Jesus Christus ist das Licht. Jesus ist die aufgehende Sonne. Und wenn du in der Offenbarung liest, auf der neuen Erde, die Bibel spricht ja von einer neuen Erde, einer perfekten, hergestellten Erde. In der Offenbarung kannst du das nachlesen. Da gibt es keine Nacht mehr. Das ist immer hell. Das ist immer Licht. Und das ist Jesus. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Wir preisen dich dafür, dass du unsere aufgehende Sonne bist, dass du unser Licht bist, Herr. Dass egal wie finster das ist in unserem Leben gerade, Jesus, egal wie finster das in unserem Herzen ist, egal was wir gerade durchmachen, egal auch was wir in Deutschland gerade sehen, was wir in anderen Ländern sehen, du bist die aufgehende Sonne, Herr. Und dafür danken wir dir.
Und Heiliger Geist, komm mächtig und bring Licht in unsere Herzen, bring Licht in unsere Gedanken rein, in alte Gedankenstrukturen, wo vielleicht auch Finsternis sich drüber gelagert hat, dass du jetzt einfach Licht da hineinbringst, dass du Licht in unser Herzen bringst, wo Kummer war, wo Dunkelheit sich drüber gelagert hat, wo es düster war, dass wir einfach mehr von dir erfahren, Jesus, dass du zunimmst in unserem Herzen. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, Jesus. Du bist unser Ein und Alles. Du bist alles, was wir haben. Halleluja. Und an dich wollen wir uns halten. Und dir wollen wir folgen, Jesus. Halleluja. Und gerade da in den Ländern, wo die Christenverfolgung am größten ist oder wo starke Christenverfolgung ist, das haben wir noch nicht in Deutschland, aber es wird kommen. Da passieren auch gerade viele Dinge. Da passiert viel Erweckung. Da, wo Dunkelheit ist, ist auch das Licht und Licht vertreibt die Finsternis. Ich habe in einem Artikel kürzlich gelesen, dass gerade in den kurdischen Gebieten im Irak ganze Zeltkirchen in Flüchtlingslagern entstehen. Also ganze Zelte, die sich bekehren, 60 Zelte in einem Lager, wo die Menschen zu Jesus kommen, wo sie ihre Gottesdienste in den Zelten feiern. Halleluja! Das ist, hab keine Angst vor Finsternis, wenn es finster werden sollte, auch finsterer in Deutschland, denkt daran an die aufgehende Sonne, denkt an das Licht, denkt daran, dass der Herr Schild ist und uns behütet und beschützt und uns den Weg leuchtet. Dein Wort ist wie eine Leuchte für meinen Pfad. Ich weiß nicht, wo das steht. Das steht in der Bibel genau so, aber ich weiß nicht, welche Stelle das ist. Gott, Jesus Christus, das lebendig gewordene Wort Gottes, leuchtet uns den Weg. Halleluja. Und wenn du dich an Jesus hältst, wirst du nicht im Finsteren wandeln. Da wirst du in diesen dunklen Zeiten, oder die Leute, die Christen sehen das auch, diese Herrlichkeit Gottes sehen. Es gab noch nie, wir haben eine Welle von Bekehrungen unter Muslimen, noch nie da gewesen. Wen das interessiert, ich habe die Artikel und ich kann sie euch auch geben, der mag mich bitte anschreiben per E-Mail und dann sende ich euch das zu. Es gibt auch ein Buch, Wunder unter Muslimen. Also dort, wo Verfolgung ist, wo Finsternis ist, da ist auch viel Herrlichkeit Jesu. Da kommen die Menschen zum Glauben. Papp, 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 papp. Dong, dong. Einer nach dem anderen. Das kannst du nicht aufhalten. Jesu, die Sonne kann man nicht aufhalten. Du kannst es probieren, aber die Sonne geht auf. Halleluja. Und die Sonne vertreibt die Finsternis. Halleluja. Und wenn die Sonne hoch oben steht, dann wird es immer heller und Jesus geht auf, die Sonne geht auf. Jesus ist die aufgehende Sonne. Und wenn wir mehr von Jesus' Herrlichkeit sehen und jeder Tag, der hier vergeht, ist ein Tag näher an den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Also die Herrlichkeit Gottes nimmt zu, weil wir näher an den Tag rangehen, an den Jesus wiederkommt. Und die Sonne steigt höher und höher und es wird heller und es wird auch wärmer. Und diese kalten Herzen, die viele Menschen haben, wo wir uns fragen, wie kann das sein? Die werden warm, Eis schmilzt, wenn die Sonne darauf kommt. Ich rede jetzt in Bildern, ich hoffe, ihr könnt so mitkommen. Heiliger Geist, schenk uns Offenbarung. Wir brauchen das. Wir wollen verstehen, Jesus, was du uns sagen möchtest. Und mir liegt da auch viel am Herzen, Jesus, dass jeder, der das hört, dass es an die richtige Stelle kommt, Herr. Und dass du das machen kannst, was du mit dem jeweiligen Menschen machen möchtest. Wo du helfen möchtest, weil Jesus will helfen. Jesus ist unser Retter. Jesus ist unser Heiland. Halleluja, Jesus. Und wir danken dir dafür. Und wir preisen dich dafür. Halleluja. Im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12 hat Jesus geredet zu seinen Jüngern. Jesus redete nun wieder und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens haben. Und ich habe schon sehr viele Wunder gehört, gerade unter Muslimen. Dieses Buch heißt ja auch Wunder unter Muslimen. Da weißt du, wo wir Gottes Hilfe brauchen, also im Bedrängnis, da hilft er auch, da kommt er. Weißt du, wenn wir auf unserem Sofa liegen und doch alles ziemlich paletti ist, dann braucht ja auch Jesus gar nicht so eingreifen. Aber er ist da, das will ich dir sagen. Er
Er ist zur Stelle. Ich habe gehört von Gefängnistüren, die sich geöffnet haben, Menschen, die befreit worden sind aus Bedrängnis auf übernatürliche Art und Weise. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob ihr Heidi Baker kennt, die hatte im Sommer einen Vortrag hier irgendwo in Deutschland. Ich habe ein Video gesehen, die hat erzählt, wie sie von Männern mit Maschinenpistolen bedroht worden ist. Sie arbeitet in Afrika, sie macht dort Mission und Gott diese Herzen verändert hat. Also ist kein einziger Schuss auf sie gefallen und hinterher sogar noch Bekehrungen dort waren. Ich weiß von vielen Gottesleuten und Gottesgenerälen, auf die wirklich real geschossen wurde, dass die Kugeln nicht getroffen haben. Also wer Jesus folgt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und dann wirst du sagen, ja, aber es passieren doch auch die Märtyrertode. Es passiert ja auch Schlimmes manchmal mit Christen, mit uns. Aber ich sag dir eins, die wandeln auch im Licht in diesem Moment. Ich habe das gehört von Missionaren, die gefangen genommen worden sind, die gefoltert worden sind, dass sie keine Schmerzen empfunden haben. Wie kann man vergeben in solch einer Situation? Das geht nur mit Jesus Christus, mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist. Das geht nur, wenn wir im Licht wandeln. Oder damals, als Kaiser Nero die Christen hingerichtet hat im Kolosseum, die sind bei lebendigem Leib, sind die verbrannt worden an den Kreuzen. Und was haben die gemacht? Das ist geschichtlich überliefert, das steht nicht in der Bibel, aber in den Geschichtsüberlieferungen. Die haben gesungen, die haben gesungen, die haben Gott gepriesen. Wie ist das möglich? Das ist möglich, weil wir im Licht des Herrn wandeln und nicht mehr in der Finsternis. Halleluja. Also egal was ist, mit Jesus wandelst du nicht mehr in der Finsternis. Du wandelst mit ihm im Licht. Halleluja. Herr, und wir preisen dich dafür. Du bist die aufgehende Sonne. Und wer Jesus im Herzen trägt und sich für Jesus entschieden hat, in dem lebt Jesus, weil Jesus sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist zieht ein in uns. Das heißt, die Kirche oder die Gemeinde Gottes, das Haus Gottes bist du, der du Jesus in dir trägst. Und wenn Jesus in dir ist und Jesus sagt, er ist das Licht, dann wird auch das Licht aufgehen in dir. Und dafür bete ich, dass heute dieses Licht ganz stark in uns aufgeht. Und wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, noch nicht diese konkrete Entscheidung getroffen hast, dann bete ich auch dafür, dass du das kannst, dass du es aus vollem Herzen kannst und sagen kannst, ja, ich will dir folgen, Herr, ich will im Licht wandeln, ich brauche dich und ich danke dir für all das, was du mir geschenkt hast. Ich danke dir, dass du mir vergibst meine Schuld. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass ich dir folgen darf. Und wenn Jesus in dir ist und das Licht in dir ist, wird das Licht aus dir herausstrahlen. Und das ist das, vielleicht wenn du Jesus folgst, hast du das schon mal gehört, dass Leute sich wundern und sagen, ja, du strahlst irgendwie, du bist anders. Du reagierst anders. Und das ist das Leben der Kinder Gottes. Das ist, wenn Jesus aus uns herausstrahlt. Petrus' Schatten hat geheilt, nur der Schatten. Und ich sag mal so, die Strahlkraft, auch wenn sich das jetzt so esoterisch anhört, war eben so groß, der Heilige Geist so groß, die Kraft des Heiligen Geistes in uns so groß. Also, dass der Schatten von Petrus heilte. Und ich bete dafür, dass einfach die Herrlichkeit in uns so zunimmt, dass die Sonne aufgeht in uns, dass der Sonnenaufgang in uns passiert und wir Boten Gottes werden. Als Jesus von der blutflüssigen Frau angefasst wurde, am Gewand von hinten, der wusste gar nicht, der stand in der Menschenmenge und irgendwen, also er wurde angefasst, er hat das gemerkt, die Kraft des Heiligen Geistes, wie die rausging und diese Frau wurde augenblicklich geheilt. Das ist die Herrlichkeit Gottes, ohne Gebet, einfach die Sonne, die die Finsternis vertreibt, das Licht, was die Krankheit vertreibt. Und Jesus, wenn das Licht in uns ist, wenn Jesus da ist, müssen die Mächte der Finsternis weichen. Muss Rheuma und Arthrose muss weichen in Jesu mächtigen Namen. Rheuma und Arthrose muss weichen in Jesu mächtigen Namen. Weil der Herr das beleuchtet. Wenn du voll bist mit der Herrlichkeit Jesu, wenn Jesus in dein Herz hineinzieht,
Es kann sich nicht halten, es muss weichen. Und wenn du es noch nicht siehst, stell dich auf diese Verheißung und leb als Kind Gottes. Es ist auch so ein Prozess. Wir müssen das erstmal verstehen, was Jesus uns da gesagt hat, dass wir nicht mehr in der Finsternis wandeln, dass der Herr in uns ist. Und es gibt eine Bibelstelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 34. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, also rein und aufrichtig, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Und ich sehe das, wenn ich für Menschen bete, also wenn die Besessenheit haben, das sehe ich als erstes an den Augen. Weil die Augen dann, egal, das will jetzt nicht in Details, aber man sieht sehr viel an den Augen der Menschen. Und ob die Herrlichkeit Jesu in dir ist und aus dir herausstrahlt oder nicht. Und ich bete dafür, Jesus, dass wir das verstehen, was du uns damit sagen willst, auch als Trost für nächstes Jahr, Herr. Es gibt auch einen Bibelvers, tröstet mein Volk. Und Jesus, ich habe das auch deswegen weitergegeben, weil es ist wunderbar, dass wir das erfassen dürfen, dass du die Sonne bist, dass du aufgehst, dass du die Finsternis vertreibst und dass das alles ans Licht kommt und dass wir keine Angst haben brauchen, egal was kommt. Da, wo Jesus ist, muss Finsternis weichen, muss Krankheit weichen, Rheuma und Arthrose muss weichen in Jesu mächtigen Namen. Migräne muss weichen in Jesu mächtigen Namen. Diabetes muss weichen in Jesu mächtigen Namen. Diabetes muss weichen in Jesu mächtigen Namen. Andere Stoffwechselerkrankungen müssen weichen in Jesu mächtigen Namen. Lebendiges Wasser des Herrn Jesus Christus. Licht vertreibt die Finsternis. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, dass du mitten unter uns bist. Und wir wollen jetzt in die Anbetung gehen und Jesus unser Lob bringen, Jesus unser Dank bringen, Jesus einladen, dass er wirkt, uns fallen lassen. Hab Vertrauen zu Jesus Christus. Vertraue ihm. Er ist der Herr, der alles erschaffen hat. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Ewigkeit. Er ist der alles machen kann. Er ist derjenige, der nie den Überblick verliert. Weißt du, wenn du keinen Überblick mehr hast über deine Situation und den Boden gerade unter den Füßen verlierst, weil vielleicht in deiner Familie etwas so gar nicht stimmt und alles ins Schwanken kommt, dann kann ich dir eins sagen, du hast nicht mehr den Überblick, aber Jesus. Und Jesus sagt, er ist auch dein Fels. Er kann dein Fels werden, wenn du möchtest, dass er dein Fels ist. Wenn du dich auf diesen Fels stellen möchtest, dann hört auch auf, der Boden zu wanken. Und dann hast du Festigkeit. Halleluja. Jesus, wir danken dir dafür und wir preisen dich dafür. Halleluja. Halleluja. Ja, ihr könnt stehen bleiben, also sitzen bleiben oder aufstehen. Ihr fühlt euch frei. Es ist deine Zeit mit Jesus. Ja, Herr, wir wollen dir danken.